Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, bin ich heute im Legoland. Erstmal im Peppa Pig Park. Wunderschön, hier 22 Euro Eintritt gezahlt zu haben. Für das Teil hier hinter mir. Ja, ganz nett. Vor allem für Kinder ist es wahrscheinlich eine super Erfahrung, wenn sie Peppa Woods in Real Life treffen. Hinten gibt es noch so ein Schorschino-Abenteuer, da raucht es ein bisschen, da hinten, da. Und ja, ganz nett eigentlich so für Kinder vor allem. So, wir sind jetzt erfolgreich im Legoland angekommen. Es ist ja jetzt Halloween-Saison seit heute. Ich freue mich auf jeden Fall auf meinen Besuch. Letztes Mal hat es mich nicht so überzeugt. Jetzt mich dieses Mal wahrscheinlich auch nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal zu das große Lego-Rennen. Die wilde Maus hat die geringste Kapazität hier leider im Park. Deswegen direkt morgens hier rein. Guck mal, ui, cool. So, wir fahren jetzt das große Lego-Rennen und Props an das Legoland. Sie haben sogar 4 Minuten früher aufgemacht. Das ist echt krass. Mein letzter Besuch war nicht so geil. Diese müssen von unseren Mitarbeitern. Da sind die Fahrgeschäfte teilweise 5 Minuten zu spät eröffnet. Aber geil. Schön, dass sie früher aufmachen. Endlich mal ein guter Merlin-Tag. Vielleicht. Auf jeden Fall ein guter Start. So, wir sind auf dem Weg zu den 2 Drachenachterbahnen. Einmal Drachenjagd und Drachen... Was war das andere? Feuerdrache. Feuerdrache, stimmt. Vorbei an der Dschungelexpedition. Das fahren wir heute auch noch. Freue mich schon auf die Wasserbahn. Aber die war geil. Ja, die war geil. Aber ganz lustig. Auf jeden Fall hatten wir jetzt eine gute erste Fahrt. Die war zwar schleichend. Ja. Aber super. Marktprodukt halt. Wir befinden uns gerade in Dschungeloase. Sehr ruhig hier. Musikeffekte auf jeden Fall at its best, aber Halloween-Deko ist hier irgendwie nicht so. Klitzekleine Planänderung. Wir sind jetzt direkt bei Lego Mythica. Ja, ich glaube, das hat jetzt Vorrang vor dem anderen. Das ist der einzige Coaster, der mir hier noch fehlt. Bin gespannt, habe ja von vielen gehört, dass der sehr ruckeln soll. Aber jetzt müssen wir erstmal durch die Pharao-Landschaft. Hier nämlich. 15 Minuten laut App. Laut App. Also laut Wartezeiten, weil die andere App geht nicht. Ah, interessant. Thank you.
die Fabrik. Ja, ich weiß. Ja. Ja, hier. Ja. Wir haben mittlerweile richtig viel jetzt mittlerweile in Legoland geschafft, obwohl heute so hohe Wartezeiten sind. Gestern war es anscheinend viel leerer, glaube ich auch, weil es auch unter der Woche war. Und jetzt sind wir hier am Skyfly, einer schönen Nicht-Abfertigungsmaschine. Und dann geht es weiter in den Ninjago-Bereich wahrscheinlich. Das wird super. So, jetzt habt ihr auch noch einen kleinen Einblick in das Minidorf vom Legoland erhalten. Wunderschön. Hier vorne steht auch so eine Monster-Villa. Da war, glaube ich, gerade eine Show, weil hier sehr viele Menschen stehen. Und jetzt geht es dann Richtung Ninjago-Bereich, wo man dann auch Ninjago The Ride hat.
So, wir sind jetzt gerade noch mit Lloyd Spinizio-Dingern gefahren. War wunderschön, war auch intensiv. Und jetzt geht's noch zur Parade und mit der Parade verabschiede ich euch aus dem Video und wünsche euch noch einen schönen Tag.
Wir sind jetzt durch mit unserem Tag im Legoland. Wir genießen jetzt noch die restliche Stunde, die wir hier haben. Nehmen hoffentlich noch Feuerdrache und wie ist das andere? Powerbilder. Powerbilder, genau. Eine meiner Lieblingsattraktionen hier mit. Und wir hatten echt einen schönen Tag. Maximus, echt ein schöner Ride. Der Themenbereich ist gelungen, aber die Musik, die macht echt viel aus. Die ist echt gut geworden. Props an Imascore. Und war ein schöner Tag, wir hatten echt nicht viel Wartezeit, also es war echt nicht viel los. Ohne Treppe, ups. Und natürlich, es ist Legoland, ein Kinderpark. Was erwartet man von einem Kinderpark? Aber der Tag hat mich heute echt mehr überzeugt und ich hatte den Park echt viel schlechter in Erinnerung. Mein letzter Besuch ist auch schon fast jetzt dann 7 Jahre her, aber war echt schön hier. Kann ich nur jede Familie mit kleineren Kindern, so 6 bis 12, empfehlen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Und wenn ja, lasst gerne ein Like da, folgt, wenn ihr wollt. Und sonst noch einen schönen Tag.